Willkommen zurück hier bei Let's Play Far Cry 5. In der letzten Folge haben wir die Statue von der komischen... Haben wir die Statue von der komischen Ollen zerstört. Dem komischen Ollen, meine ich. Und jetzt... müssen wir... die komischen Schriftrollen von dem komischen Typen zerstören. Ich glaube, es waren Schriftrollen. Und das war irgendwie klar, dass hier oben noch welche sind. Wäre strange, wenn es nicht so gewesen wäre. Die haben hier natürlich schon gute Vorräte. So, wie kommen wir hier jetzt höher? Irgendwelche Leitern. Hier, oder? Ja, gut. Oh, oh. Oh, oh. Ach, leck mich doch. Wo ist der Kakeli? Hat er sich verpisst oder wie sieht's aus? Ich glaube schon, oder er ist einfach nur weggegangen. Kann ich die noch ausnehmen? Nein. Gut, dann gehen wir höher. Ich hätte wieder die Schrotflinte auspacken sollen. Das wäre schlau gewesen. Naja. Nee, die Dinger fliegen nicht in die Luft. Ich weiß, was du getan hast. Und ich weiß, was du jetzt tust. Ich bin nicht wütend. Nur enttäuscht. Meine Leute kommen und werden dir zeigen, wie sehr. Okay, cool. Das war ein Fehler. So, wo ist der nächste Hubschrauber? Jetzt liegt mein Gewehr da drauf. Wo ist der denn? Ich sehe ihn halt einfach nicht. Ach da. Fuck. Keine Munition mehr. Fuck. Keine Munition mehr. Komm. Das ist doch nicht in Ordnung. Als ob ich jetzt gestorben bin. Ich war doch dahinter. Das nennt sich Deckung. Kennt ihr das? Kennst du das Spiel? Oh Mann, ich habe mir auch mal wieder, ich schlauer, keinen neuen Timer gestellt, sondern den alten nur pausiert. Ach, heute ist schon wieder so ein ganz, ganz, ganz komischer Tag. Naja, wo bin ich jetzt wieder gelandet? So, ist hier jetzt wieder jemand? Nein, bisher nicht. Oder doch? Wo sind die denn? Ich sehe die gar nicht. Ach, hier ist jemand. Ach. Ja, ja, ich freue mich drauf, wie jedes Mal, ne? Der Typ ist halt einfach wieder runtergegangen. Warum? Einen Moment, ich muss mal ganz kurz auf den Bildschirm gucken. So.
Ich muss mal eben gucken, ob die Aufnahme noch läuft. So, das hättet ihr wieder lesen können, wenn ihr auf Pause gedrückt hättet. Ihr wisst Bescheid. Ich weiß nicht, ich kann halt noch nicht mal nach oben gehen, weil das Ding halt noch nicht runterkommt. Es ist gerade wieder so komisch. Stirb, Typ. Und bitte nerv mich nicht. Viel Spaß. Ich verstehe das noch nicht ganz. Wo ist denn hier jetzt der Heli? Hier oben irgendwo? So. Viel Spaß. Das Ganze endet hier jetzt schon wieder ein bisschen so, wie es nicht zu erwarten war. So. Ich habe tatsächlich jetzt richtig viel Munition dafür dabei. Ich verstehe das noch nicht ganz. Hä? Okay, so möchte ich es gern haben. Es ist richtig strange einfach. So, das nehmen wir noch mit. Den können wir noch eben kurz sprengen. Das werfen wir da mal hin. Wir haben eh Wertgegenstände. Okay, nicht so viel. Wir gehen hier jetzt wieder auf das Ding. Dafür haben wir halt auch nicht mehr so viel Munition, ne? Das ist alles ein bisschen anstrengend. Dankeschön. Boah, es ist so komisch, wie wir hier jetzt einfach so eine Kackstatue hochklettern, nur um noch mehr Trouble zu machen. Ist ja nicht so, dass die schon angepisst genug sind. Hier ist aber auch jetzt keiner mehr. Hier ist noch so ein Kack-Safe. So. Nochmal ein bisschen Geld. Ich würde auch sagen, wir gehen jetzt hier wieder auf Dynamit. Damit können wir nämlich ein bisschen mehr Trouble machen. Ist auch ein bisschen einfacher, die Leute dann zu besiegen. Wenigstens kommt man hier easy runter. Aber jetzt muss ich hier ernsthaft so mega krank hochklettern. Und hoffen, dass das alles noch ganz ist. Typ. Was nun? Ach so, okay. Ich muss hier jetzt so lang... Jetzt kommt doch safe wieder irgendjemand und will uns bedrohen, oder? Oder doch nicht? Was hast du getan? Seine Worte. Hast du eine Ahnung, was er mir antun wird? Das ist mir ehrlich gesagt sogar so ein bisschen egal. Okay, hier sind wir jetzt echt ganz oben. Joseph Seed wird sich in die Hose machen. Und Faith kriegt Hitzeballon. Die wird sich für das verbrannte Buch und die kaputte Statue verantworten müssen. Super Aktion. Na gut, wie hätte sie uns aber auch aufhalten sollen, ne? Gut, nein. Ich werde jetzt sowas von failen. Ups. Bist du geisteskrank? Ich hab dich doch gerade 10-mal getroffen.
Miststück. Oh, fuck. Wie sollen wir hier jetzt eigentlich runterkommen? Mein Flugzeug ist weg. Oder habe ich das woanders geparkt? Ich nenne es jetzt mal geparkt. Es war schon ein bisschen weiter unten, aber nicht so weit unten, oder? Okay, hier scheint ein Auto zu sein. Fuck, 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 fuck. Okay, scheiß drauf. Jetzt krieg ich die Hitzewallung. Wir müssen hier halt einfach nur so schnell es geht von diesem Berg runter. So. Oh oh. Irgendwie war es klar, dass das nicht so gut endet. Die laufen mir halt auch irgendwie hinterher und fahren mir hinterher. Oh Gott, ich will das Auto hier ehrlich gesagt nicht zurücklassen. Aber wir kriegen es da halt auch einfach, glaube ich, nicht wieder raus, oder? Hab wieder Sichtkontakt. Ah, nee, das wird, glaube ich, echt nichts mehr. Obwohl, komm schon, jawohl. So, schnellstmöglich hier raus. Ja gut, so geht's auch. Immerhin sind wir da raus. Ne, also, das passt schon. Wir sind wohl doch nicht da raus. Mann, wo ist mein fucking Flugzeug? Das ist doch nicht in Ordnung. So, wir müssen jetzt irgendwie zu einer neuen Mission. So, das ist Deutsch. Ich würde sagen, darum kümmern wir uns mal. Das klingt nicht nett. Wir müssen sowieso in die Richtung. Kommt man hier wohl auch anders wieder runter? Ich bezweifle es. Gleich da unten. Als ob die mich hier sehen. Das ist doch schon wieder unlogisch. Oh Mann. Wir können ja jetzt so richtig weit laufen. Ich nehme dafür erstmal die Pistole in die Hand. So sind wir, glaube ich, ein bisschen flotter. Ich hoffe mal, die ganzen Viecher greifen mich jetzt nicht an. Okay, der haut natürlich instant ab. Okay, da vorne ganz weit ist ein Quad. Ich glaube, das holen wir uns mal. Besser das als gar nichts. So, hier war mal dieser komische Drecksschrein. Davon ist so ein blödes Mistvieh. Okay. Ich werde dir gleich deinen Quad klauen. Hast du noch irgendwas dabei? Diese Leute, die sind einfach so komisch. Und die tun einem auch einfach sowas von leid. Kann man den streicheln? Oh, ist der putzig. Gut, wir nehmen das Quad. Hier waren wir halt noch gar nicht. Das heißt, wir machen uns auf den Weg dorthin. Hier ist, glaube ich, wieder eine Straße, oder? Ach, komm schon. Mann. Ich glaube, beim letzten Mal, genau, hier sind wir schon mal lang gefahren. Da sind wir nämlich einfach hier lang gefahren und dann hier hoch. Und schwupps, die Wups, ist man auf der Straße. Perfekt.
So. Okay. Ich sehe keinen Ausweg. Nein. Ich muss mit Hilfe kommen. Hier drüben. Danke. Ganz ehrlich. Bitte klaut nicht mein Auto. Beziehungsweise mein Quad. Eigentlich ist es schlauer, ein Auto zu nehmen, weil man da nicht so ein leichtes Ziel ist, aber wir behalten das Ding jetzt erstmal. Das finde ich auch ganz cool. Ich hoffe mal nicht, dass die mich verfolgen. Das ist ja mal ultra anstrengend, wenn die das machen. Das war strange. Boah, diese Musik, die regt mich so auf. Bitte brenn. Okay, die Musik ist aus. Das war mir wichtig. Davon sollten wir mal wieder ein paar herstellen. Und uns eventuell dafür auch mal größere Taschen anschaffen. So. Überhaupt keine Ahnung, wo wir hier langfahren. Naja gut, hier waren wir schon mal, das weiß ich noch. Aber das ist alles so komisch hier. So. Hier waren wir immerhin schon mal, ich erinnere mich. Aber genau in dem Gebiet hier jetzt nicht, glaube ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Komisch. Gut. Okay, das sind keine von denen. Okay, wir machen das mal ein bisschen anders. Lässt du das mal bleiben? So, wir hauen einfach mal wieder ab. Bitte verfolgt mich nicht. Und bitte nervt mich nicht. Hier ist es irgendwie ziemlich cool. Ach, ich glaube nicht, dass die so schnell aufgeben. Ja. Der hat das halt einfach überlebt. Oder auch nicht. Aber die Explosion überleben die Dinger. Das ist echt komisch. Was ist das? Hierdurch werden wir auch vernebelt. Das ist interessant. Hinten ist auch so eine Dings. Boah, nee, kein Bock. Ich habe keine Lust, wieder von der Dummen entführt zu werden. Ich glaube, es regnet. Was ist denn plötzlich los mit der Umwelt? In den letzten Wochen hat es nie geregnet. Naja, in den letzten Tagen. Beziehungsweise in der letzten Woche. Hat es echt kein Mal geregnet. Richtig komisch. Na gut. Hier ist also dieser Ort.
Ich würde sagen, wir bleiben schon hier stehen. Aber was uns da erwartet, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Bis dahin. Step into the garden. We're gonna lock the gate. We gotta keep out the sinners. We gotta keep out the hate. Look at the horizon. The time is coming near. Look out at the world on fire. Look at the people frozen.